Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video in der Themenreihe Fahrzeugtechnik. Heute wollen wir uns mit dem Katalysator beschäftigen und einfach mal die Schritte durchgehen, die wichtig sind für das Verständnis von einem Katalysator. Die Aufgabe von einem Katalysator sollte jedem von euch einigermaßen was sagen. Ein Katalysator sorgt dafür, dass die Abgase, die beim Verbrennungsprozess im Motor entstehen, gereinigt werden. Okay? Die Abgase, die danach rauskommen, sind jetzt auch nicht so gesund, aber sie sind weniger giftig als die Abgase, die vom Motor herkommen. Jetzt erstmal, was sind diese Abgase? Wir haben als Abgase folgende chemische Stoffe. Wir haben Stickoxide. Hier mit dem X bezeichnet das einmal Stickstoffmonoxid, Stickstoffdioxid und sogar Trioxid entstehen kann. Dann haben wir hier Kohlenstoffmonoxid. Ihr wisst, es ist giftig und krebserregend. Und dann haben wir noch hier Kohlenstoff und Wasserstoffkombination, also Kohlenwasserstoffe. Hier mit dem X und Y bedeutet das einfach, dass es eine unterschiedliche Anzahl von Kohlenstoffen hier möglich sind und unterschiedliche Anzahl von Wasserstoffen. Ja, jetzt seht ihr, ich habe hier schon was eingekringelt, also diese Stellen hier. Dazu noch mal ganz kurz was. Das sind normalerweise Sauerstoffsensoren hier angebracht, um zu sehen, wie der Verbrennungsprozess bzw. auch der katalytische Prozess abläuft. Ja, ihr seht schon vom Aufbau her, die Gase kommen hier durch. Okay, und dann seht ihr hier zwei große Blöcke. Die sind normalerweise aus Keramik. Und durch die Punkte habe ich mit meinen bescheidenen Malkünsten versucht anzudeuten, dass diese sehr porös sind. Warum porös? Weil hier eine katalytische Reaktion geschehen wird, also beziehungsweise man hat es so geplant, dass hier die Katalyse hier geschieht, braucht man auch eine sehr, sehr große Oberfläche. Desto größer die Oberfläche, desto mehr Reaktionen können stattfinden. Jetzt schauen wir uns mal diese Blöcke an. Wir haben hier den Block 1. Wie gesagt, der ist aus Keramik und also das Grundgerüst davon ist Keramik und der Katalysator, der hier verwendet wird, ist Platin, Rhodium. Okay, und ich schreibe jetzt einmal nur Katalysator. Ihr seht schon, der erste Keramikblock, Platin-Rhodium-Katalysator, in diesem, ich mache es mal hier so mit geschweiften Klammern, aber ich beziehe mich natürlich hier auf den Block hier oben drüber. Hier findet die sogenannte Reduktion statt. Okay. In dem zweiten Block, ganz analog dazu, der besteht auch aus Keramik, ist natürlich auch sehr porös, hat dadurch sehr, sehr viel Oberfläche, um die chemischen Reaktionen bzw. die Katalyse zu begünstigen. Auch dieser besteht aus einem Platin, aber jetzt nicht ein Platin-Rhodium, sondern ein Platin-Palladium-Katalysator. Okay, so, jetzt hatten wir gesagt, okay, hier kommen die Abgase rein. Erster Block, das ist ein Block aus Platin-Rhodium-Katalysator. Hier haben wir den zweiten Platin-Palladium-Katalysator. Und in diesem hier findet der Gegenteil von einer Reduktion, die Oxidation, statt. Okay. Ihr wisst hoffentlich noch einigermaßen aus dem Chemieunterricht, was was ist. Normalerweise sagt man, bei der Oxidation werden Elektronen abgegeben, bei der Reduktion werden Elektronen aufgenommen. Das ist hier nicht so wichtig. Für uns eher wichtig ist, was passieren für chemische Reaktionen in den einzelnen Blöcken. Schauen wir uns dazu Block 1 an. Erster Block. Okay. Was hier geschieht ist, wir haben Stickoxide und diese reagieren zu Stickstoff elementar plus X mal O2. Das heißt, diese Stickoxide, ich zeichne das jetzt mal einfach mal so hier für eine Verbindung hier auf. Und zwar seht ihr hier Stickstoffmonoxid und hier das gleiche. Okay?
Was jetzt passiert hier an der Oberfläche, wenn es an den Katalysator, also das ist sozusagen der Katalysator, wenn es an diese Oberfläche des Katalysators kommt, wird diese Verbindung aufgelöst. Okay? Und was dann passiert ist, diese Stickstoffmoleküle kommen dann zusammen, also diese hier kommen zusammen, das heißt, wir bekommen N2 und diese Sauerstoffmoleküle, die verbinden sich auch zusammen und es entsteht O2. Genau das, was da oben steht. Also, und das ist genau die Aufgabe von dem Katalysator und darum brauchen wir eine sehr poröse Keramikblöcke hier, damit wir sehr, sehr viel Oberfläche haben, dass diese Reaktion auch stattfinden kann. Der zweite Block, also hat zwei Reaktionen, die hier stattfinden. Ihr seht, hier entsteht Sauerstoff. Zusätzlich durch diesen Eingang hier kommt auch nochmal zusätzlich Sauerstoff, der in der Luft natürlich enthalten ist, zusätzlich noch mit rein hier. Wir brauchen nämlich diesen Sauerstoff für die kommenden Reaktionen. Also hier werden Kohlenstoffmonoxide mit Sauerstoff, die werden oxidiert zu 2CO2, also Kohlenstoffdioxid. Und was noch hier da ist, das habe ich jetzt nur ganz, ganz generisch hingeschrieben, also Kohlenwasserstoffe jetzt nur für eine Verbindung, die es eigentlich gar nicht gibt. Aber ich glaube, es reicht, um zu verstehen, um was hier passiert. Also es entsteht hier in der Reaktion mit Sauerstoff, entsteht Wasser plus Kohlenstoff. Dioxid. Ihr seht, das Abgas, das reingegangen ist und das Abgas, was rausgegangen ist, also das rausgehende besteht aus Kohlenstoffdioxid, aus H2O, also Wasser und natürlich Stickstoff elementar. Diese Stoffe sind weniger gefährlich, also Stickstoff also an sich ist nicht so gefährlich, Wasser sowieso nicht gefährlich und Kohlenstoffdioxid, natürlich ist es ein Treibhausgas, aber es ist nicht so gefährlich wie das Kohlenstoffmonoxid. Okay? Wollen wir noch mal ganz kurz durchgehen, was passiert. Also, wir haben im Motor einen Verbrennungsprozess, entstehen dabei Abgase. Diese Abgase sind Stickstoffoxide, das sind Kohlenstoffmonoxide und das sind Kohlenwasserstoffe. Diese kommen hier durch die zwei Blöcke, die aus Keramik bestehen. Und der erste Block, das ist sozusagen der Reduktionsblock, in dem die Reduktion stattfindet, der besteht aus Platin, Rhodium. Hier werden Stickoxide nach dieser Reaktion hier, also der Pfeil soll kein Reaktionspfeil sein, sondern die Stickoxide werden reduziert zu Stickstoff und Sauerstoff. Und dann im zweiten Block werden Kohlenstoffmonoxide, die wir auch natürlich hier in der Verbrennung haben, mit Sauerstoff reagieren die zu Kohlenstoffdioxiden und die Kohlenwasserstoffe reagieren mit Sauerstoff zu Wasser und Kohlenstoffdioxid. Das heißt, summa summarum haben wir aus Kohlenmonoxid, aus Stickoxiden und Kohlenwasserstoffen haben wir durch die Katalyse hier durch diese zwei Blöcke geschafft, dass wir nur noch Stickstoff, Wasser und Kohlenstoffdioxid hier rausbekommen. Okay? Damit wäre es auch schon mit meinem Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich würde mich über ein paar Kommentare eurerseits sehr, sehr freuen. Und ja, das war schon von meiner Seite. Macht's gut und ciao.